Einen schönen guten Tag. Ich bin Johannes Starke, Produktmanager bei der TTS im Bereich Learning. Dies ist eine Neuaufzeichnung des Webinars. Die Aufzeichnung am Mittwoch hat nicht funktioniert, deswegen spreche ich das nochmal. Nein, das mache ich. Einen schönen guten Tag zum Webinar E-Learning 4.0 Anforderungen an das Lernen im Digitalen. Herzlich willkommen zum Webinar E-Learning 4.0 Anforderungen an das Lernen im Zeitalter des digitalen Wandels. Dies ist eine Neuaufzeichnung des Webinars, da die ursprüngliche Aufzeichnung abgebrochen ist. Mein Name ist Johannes Starke, ich bin Produktmanager E-Learning bei der TTS. Unsere diesjährige Webinarwoche steht ja unter dem Motto Digitaler Wandel als Chance. Ich weiß nicht, ob Sie das Webinar von Herrn Ude am Montag schon gehört haben. Er hat im Eröffnungswebinar bereits angesprochen, welche Herausforderungen der digitale Wandel für Unternehmen allgemein und natürlich speziell für die Mitarbeiterqualifizierung bietet. Herr Ude hat von den Ergebnissen einer aktuellen Bitkom-Studie berichtet, dass sowohl Fachkräftesicherung als auch Digitalisierung die mit Abstand größten Herausforderungen in deutschen Unternehmen sind. Dass Mitarbeiterqualifizierung zu ganz diffus digitalen Themen absolut relevant ist, ist klar. Und dass man zu digitalen Themen am besten mit digitaler Technik und durch digitalen Inhalt schult, ist auch eine naheliegende Schlussfolgerung. Lassen Sie uns deshalb heute etwas genauer darauf schauen, was sich durch die zugrunde liegende Technik eigentlich verändert. Denn E-Learning ist doch eigentlich ein uralter Hut, oder? Vielleicht kennen Sie diese Anzeige, sie ist aus dem Jahr 1982, ich war da ein Jahr alt. PLATO ist ein schönes Akronym für Programmed Logic for Automated Techno-Teaching Operations. Das ist ein Lernsystem, das seit den frühen 60er Jahren existiert. Die Anzeige adressiert ja ganz ähnliche Ziele wie die, die wir auch heute noch verfolgen. Dank digitaler Technik mehrere Lerner unabhängig voneinander und individuell zu unterrichten. Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte. Digitalisierung des Lernens ist mindestens so alt wie der Computer selbst. Es ist das, was wir schon die ganze Zeit machen, seit Jahren und Jahrzehnten. E-Learning. Lerninhalte in elektronischer Form. Computer-based Trainings, zum Beispiel auf Diskette, DVD oder im Intranet, dem Chef ein Zertifikat als PDF in seine Mailbox schicken, all das ist der E-Learning und all das ist Digitalisierung. Worüber wir aber jetzt reden, sind die Veränderungen, die durch die Digitalisierung ausgelöst wurden. Das, was man unter dem digitalen Wandel subsumiert. Welcher Wandel ist das konkret im Corporate Learning und was ist insbesondere im E-Learning gefragt? Immer wieder wird sich ja die Frage gestellt, ob E-Learning überhaupt noch zeitgemäß ist. Ist E-Learning tot? Brauchen wir E-Learning 4.0, analog zu Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0? Und woher kommt überhaupt dieser Zweifel am E-Learning? Und wie könnte ein E-Learning 4.0 aussehen, das die veränderten Rahmenbedingungen und die Erwartungen einer Arbeitswelt im digitalen Wandel berücksichtigt? Und was für ein Wandel ist das? Wir können unter anderem folgende Formen des Wandels beobachten. Einen Wandel der technischen Möglichkeiten für das Anbieten von Qualifizierungsangeboten, der Inhalte, für die qualifiziert werden muss und der Kompetenzen, die relevant sind. Dann der Erwartungen von Lernenden an Qualifizierungsangebote, der Motivation zu lernen und der Arbeit an sich, hier Stichwort Arbeit 4.0 zu nennen. In diesem Webinar werde ich zunächst kurz zusammenfassen, wie E-Learning-Projekte bisher oft abliefen und wie sie auch nach wie vor ablaufen können. Dann auf einige Angebote eingehen, die der digitale Wandel für das Corporate Learning mit sich bringt. Und eine Auswahl an Formaten vorstellen, die diese Angebote nutzen. Abschließend werde ich ein prototypisches E-Learning-Projekt im Zeitalter des digitalen Wandels skizzieren.
Grob vereinfacht liefen und laufen E-Learning-Projekte hier oft folgendermaßen ab. Einer Ihrer Abteilungen, meist ist das ja die IT, entscheidet sich dafür, dass eine komplexe Software neu eingeführt wird oder ein neues Release gedatet werden soll. Bisher war die Software meist eine On-Premise-Lösung, das bedeutet Ablauf und Termine entscheidet die dafür zuständige Abteilung bei Ihnen. Es wird also ein bestimmter Go-Live-Termin geplant und im Rahmen des Einführungsprojekts wird natürlich auch Qualifizierung eingeplant. Die Erstellung der Trainingsmaterialien findet zum Beispiel ein halbes Jahr vor dem Go-Live-Termin statt. Die Erstellung eines umfangreichen E-Learning-Kurses kostet Zeit. Es müssen alle Stakeholder ins Boot geholt werden, es werden Konzepte geschrieben, IT-Simulationen erstellt, veredelt, getestet, vertont. Zusätzlich wird eine druckbare Dokumentation erstellt. Wenn Sie die Performance Suite nutzen, dann klappt das natürlich alles wunderbar, aber es braucht dennoch seine Zeit. Und wie umfangreich ist so ein E-Learning-Kurs? 2 oder 3 Stunden ja mindestens. Rechtzeitig vor dem Rollout-Termin der Software, also mehrere Wochen oder sogar Monate vorher, wird der E-Learning-Kurs ins LMS hochgeladen und den Lernenden zugewiesen als obligatorisches Training. Der Kurs wird in entsprechenden Rollen zugewiesen, zum Beispiel allen Mitarbeitern mit einem Bildschirmarbeitsplatz und einem Tätigkeitsfeld, für das das Training benötigt wird. Die Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung, bis wann sie den Kurs bearbeitet haben müssen. Andere Mitarbeiter bekommen von diesem Vorgang nichts mit. Jeder bekommt nur das, was er sehen soll. Den Lernenden wird Lernzeit eingeräumt, in der sie den Kurs bearbeiten können. Sie bearbeiten den Kurs konzentriert und ohne Störungen durch Kollegen in langen Lernblöcken. Durch Fallbeispiele und Szenarien wird ein Arbeitskontext simuliert, die IT-Anwendung wird wirklichkeitsnah simuliert, sodass der Lerner das Gefühl bekommt, er befände sich in der tatsächlichen Anwendung. Auf Fehleingaben folgt ein qualifiziertes Feedback. Eingebettete Übungen festigen den Lernerfolg. Gegebenenfalls beweisen die Lernenden in einem Abschlussassessment, dass sie den Stoff verinnerlicht haben und anschließend wird die Teilnahme am Kurs zertifiziert und zum Beispiel in der Personalakte festgehalten. So, jetzt sind alle Mitarbeiter geschult und die Software wird ausgerollt. Wenn die Mitarbeiter in der täglichen Anwendung dann Probleme haben, dann rufen sie entweder das Lernprogramm erneut auf und klicken sich zur gewünschten Stelle oder sie blättern in der gedruckten Dokumentation oder sie fragen Kollegen oder rufen beim Helpdesk an. Wahrscheinlich passieren die letzten beiden Punkte, Kollegen fragen, Helpdesk anrufen, am häufigsten, weil es am einfachsten und schnellsten geht. Das hat doch bisher gut funktioniert, oder? Wird im Zeitalter des digitalen Lernens alles anders? Ganz klar, nein. Dieses Vorgehen hat in vielen Fällen nach wie vor seine Berechtigung. Wir werden auch in Zukunft komplexe Software schulen müssen, umfassende Curricula erstellen, rollenspezifisch zuweisen, Lerninseln für konzentriertes und kommunikationsfreies Büffeln anbieten, die erfolgreiche Teilnahme zertifizieren und Software-Support durch ein Helpdesk anbieten. Aber durch die fortschreitende Digitalisierung gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten und dadurch bedingte Erwartungen der Lernenden. Schauen wir uns einige ausgewählte mal an. Hier sind einige der Begriffe, die ich in den kommenden Minuten noch erwähnen möchte. Erinnern Sie sich an Pokémon Go und daran, wie sich unsere Zunft am Pokémon Go-Hype abgearbeitet hat, was Pokémon Go für das Lernen bedeuten könnte? Da fielen dann Stichworte wie Mobile, Augmented Reality, Location, Social, Game-Based Learning, sehr, sehr viele Buzzwords. Und das alles möglich dadurch, dass wir alle permanent ein Smartphone in der Hand halten? Wie dem auch sei, die Haupterkenntnis für den digitalen Wandel sollte sein, digitale Technologie ist immer und überall und verschmilzt mit was eigentlich? Mit dem nicht-digitalen Leben? Zwischen digitalem und nicht-digitalem Leben lässt sich nicht mehr trennen. Wir sind ja gewohnt, digitale Angebote sind immer und überall. Immer und überall, ubiquitous. Diesen Begriff könnte man eigentlich als Überschrift über alle Punkte setzen. Im Zeitalter des digitalen Wandels sind nicht nur Kameras, sondern auch Lerninhalte immer
von überall auf jedem Gerät und für jeden Menschen verfügbar. Das ist weit mehr als eine technische Möglichkeit. Das wird vorausgesetzt und erwartet. Die ubiquitäre Verfügbarkeit von Kameras verändert, wie wir die Welt sehen. Die ubiquitäre Verfügbarkeit von Wissensdatenbanken verändert, wie wir diskutieren. Die ubiquitäre Verfügbarkeit von Lerninhalten verändert, wie wir arbeiten. Diese technische Möglichkeit birgt unendlich viele Chancen. Ein ubiquitäres Lernangebot kann präzise und sofort im Bedarfsmoment genutzt werden, steigert dadurch die Performance im Arbeitsalltag und ist einprägsamer, weil es im richtigen Kontext stattfindet und nicht vom Arbeitsalltag losgelöst auf einer Lerninsel. Also on the job, die berühmten 70% in der 70-20-10-Formel. Hier ist ein schönes Beispiel aus dem Projekt Mobile Learning am Point of Sale, das Rewe mit unserer Unterstützung realisiert hat. Ziel war es hier, Azubis direkt im Supermarkt auszubilden, also nicht losgelöst in Seminaren, denn man hat bemerkt, dass der Theorie-Praxistransfer oft nicht richtig funktioniert hat. In der Ausbildung sind viele Themen tatsächlich stark haptisch, zum Beispiel im Obst-Gemüsebereich. Wie sortiert man Obst am besten nach Frische zum Beispiel? Sicher nicht, indem man darüber redet oder liest. Man sollte am besten vor Ort sein und es wirklich ausprobieren. Dazu haben wir einen Markt mit sogenannten Beacons ausgestattet. Das sind kleine Funksender. Und eine App erstellt, die orts- und produktbezogen kleine Lernmodule aufruft. Wenn sich also ein Azubi einer entsprechenden Station nähert, empfängt er auf seinem mobilen Device den dazu passenden Lerninhalt. Direkter und praxisnäher geht es kaum. Das ist nur eins von vielen Beispielen, die verdeutlichen, was ubiquitäres Lernen sein könnte und welche Vorteile es bietet. Es gibt eine Perspektive von Ubiquitous Learning, die ich sehr interessant finde. Technikpessimisten behaupten oft, dass die allgegenwärtige Verbreitung des Smartphones vereinzeln würde und die Kommunikation untereinander unterbinden würde. Aber ich denke, das kann man auch anders sehen. Genauso kann man Smartphones, Tablets oder Smartwatches ja auch einsetzen, dass sie Kommunikation unterstützen. Und zwar nicht nur die digitale Kommunikation, sondern auch die ganz klassische Face-to-Face. Auch hier muss ich wieder an das eingangs erwähnte Pokémon Go denken. Denn obwohl Pokémon Go ja keinen expliziten digitalen Kommunikationskanal bietet, es gibt keinen Chat oder ähnliches, findet Kommunikation hier durchaus statt. Und zwar katalysiert durch das digitale Angebot, wenn sich Horden von Spielern an bestimmten echten Orten treffen, um dort gemeinsam Pokémons zu jagen oder in Arenen gegeneinander antreten zu lassen. Oder denken Sie an das populäre Geocaching, was ein ganz ähnlicher Fall ist. Ähnliches gilt nämlich auch für E-Learning-Content. Wir können und sollten Content so erstellen, dass er sich nicht nur zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, auf einem bestimmten Gerät, von einer bestimmten Zielgruppe nutzen lässt, sondern eben ubiquitär. Ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel Produktschulungen für Verkaufspersonal erstellen, warum gestalten wir sie nicht so, dass sie auch zu Verkaufszwecken gemeinsam mit dem Kunden im Laden bearbeitet werden können? Zum Beispiel auf einem Mobile Device, direkt im Gespräch. Also generell in ganz verschiedenen Kontexten. Verkäufer und Kunde finden sich spontan zu kleinen Lerngruppen zusammen. Unser Kunde Wacker hat zum Beispiel mit uns und der TT Performance Suite kleine Lerneinheiten gebaut, in der ein Vertriebler einen Entscheidungsbaum durchlaufen kann, um ein passendes Produkt für Kundenanforderungen zu finden. Direkt und live auf dem Smartphone, im Kundengespräch oder auch zur Vorbereitung vorneweg. Dieses ubiquitäre Angebot von Lerninhalten hat ganz massive Auswirkungen darauf, wie wir die Lerninhalten gestalten. Wir kennen ja den genauen Kontext, in der die Lerninhalt angeboten und aufgerufen wird, nicht oder nur bedingt. Das fordert Disziplin und sorgfältige Konzeption von uns. Zum Beispiel müssen die Voraussetzungen zum Lernen kommuniziert werden, Navigation und Features müssen entsprechend ausgestaltet werden und so weiter. Wenn Sie schon einmal Kontakt mit der TTS hatten, dann kennen Sie mit Sicherheit diese Folie. Ich vermute fast, das ist die am meisten gezeigte Folie in unserem Unternehmen, denn sie ist so wichtig, um zu verstehen, wie Performance-Support-Lösungen wirken. Eben diese Lösungen, die im Hintergrund immer da sind und dem Anwender genau dann helfen, wenn er es braucht. Sie sehen zum einen die klassische Lernkurve eines klassischen E-Learning-Projekts, wie ich es eingangs beschrieben habe. Da die Lerner die umfassenden Inhalte rechtzeitig vor dem Go-Live der Software Vorrat lernen,
haben Sie, wenn die Software live geht, eventuell schon wieder viel vergessen. Nach dem Go-Live helfen im Bedarfsfall die Kollegen oder der Helpdesk. Oder man wurschtelt sich also durch. Die Lernkurve steigt dann langsam wieder an, die grüne Kurve hier. Mit einer Performance-Support-Lösung ist das ganz anders. Da die eingangs zu schulenden Inhalte deutlich reduzierter sind, kann die Schulung näher an den Go-Live gerückt werden. Zum Go-Live ist die Handlungskompetenz deshalb noch viel höher, obwohl gar nicht so viel Wissen auf Vorrat gelernt wurde. In der Anwendungsphase ist bei Problemen das Performance-Support-System immer zur Stelle. Durch diese Unterstützung steigt die Handlungskompetenz rapide. Die Performance im Arbeitsalltag ist hoch. Es gibt ein berühmtes Zitat aus dem Film Absolute Giganten von 1999, in dem Frank Gehring in einer sehr, sehr melancholischen Szene zu Julia Hummer sagt, es müsste immer Musik da sein, bei allem, was du machst. Mittlerweile hat sich dieser Traum ja gewissermaßen erfüllt. Es ist immer Musik da. Es sind Filme da, Lerninhalte, Videotutorials, Performance-Support-Systeme. Sofortness ist da ein schöner Begriff, ursprünglich vom Schriftsteller Peter Glaser, der ihn 2007 in einem Artikel für die Technology Review noch ironisch verwendet hat, als er über seinen Computer schreibt, lange zum Booten braucht und sich manchmal aufhängt. Hatte uns die digitale Revolution nicht Zeitersparnis versprochen, fragte Glaser. Heute wird der Begriff meist ganz unironisch verwendet, für die Erwartung, Inhalte jeglicher Art sofort haben zu können. Als Beispiel für den disruptiven Charakter digitaler Geschäftsmodelle werden immer wieder die Streaming-Dienste erwähnt, die zum Beispiel Musik- und Filmindustrie umgekrempelt hätten. Menschen wollen Musik heute überall und sofort hören und Filme überall und sofort sehen, unabhängig von einer CD, einer DVD, der Sendezeit im Fernsehen oder dem Gang zur Videothek. Und das Gleiche gilt auch für Lerninhalte. Sofort, wenn man sie braucht, ohne Warten auf eine Weiterbildung. In jeder Situation, direkt bei der Arbeit. Im Moment of Need. Als Performance Support. Und gerade im Performance Support direkt als proaktive Unterstützung des Systems. Also quasi so, als wenn in einer traurigen Situation im Leben plötzlich die Geigen schluchzen. Streaming-Dienste sind ja im Musik- und Filmbereich so populär und zur neuen Normalität geworden, dass man nicht umhin kommt, den Link zu Lerninhalten zu ziehen. Was bieten Streaming-Dienste außer Sofortness denn noch? Zum Beispiel eine individuelle Auswahl an Inhalten. Es ist eben nicht mehr so, dass ganz Deutschland zur gleichen Zeit die gleichen Fernsehshows sieht, sondern jeder sucht sich individuell die Inhalte, die er gerade sehen möchte. Dann personalisierte Empfehlungen. Also wenn Ihnen diese Serie gefallen hat, dann könnte Ihnen auch jene Serie gefallen. Wenn Sie diesen Lerninhalt bearbeitet haben, dann sollten Sie auch jenen Lerninhalt angucken. Dann fremde Playlisten, also entweder von einer Redaktion oder von anderen Nutzern kuratierte Inhalte. Dann eigene Playlisten, also die Möglichkeit, sich zum Beispiel eigene Kurse zusammenzustellen. Dann das Bewerten von Inhalten. Ob man glaubt, dass die Inhalte, die andere Lerner erstellt haben, zusammengestellt haben, die angeboten werden, ob die relevant sind oder mit Kommentaren versehen werden können. Dann das Posten oder Teilen von Inhalten, die man konsumiert hat. Also zum Beispiel das Melden einer Lernaktivität an einen Learning Record Store oder eben direkt auf das eigene LinkedIn-Profil. Man kann die Gedanken immer weiter spinnen. Klar ist, digitale Medienangebote verändern auch unsere Erwartungen an Lernangebote. Wenn wir von Streamingdiensten reden, dann schwingt die Assoziation Video oft ganz automatisch mit. Man denkt dann an YouTube, die Khan Academy, TEDx, die verschiedenen MOOC-Anbieter und so weiter. Kleine Wissenseinheiten im Netz werden ja vorwiegend als Video präsentiert. E-Learning und Video wird oft ganz problematisch, wie ich finde, synonym verwendet. Was regulären Videos an Interaktivität fehlt, machen sie damit wett, dass man mit ihnen ganz hervorragend kurze Sachverhalte prägnant und unterhaltsam umsetzen kann. Zum Beispiel für Merck hat die TTS laufend eine Serie an kurzen Videos zu verschiedenen HR-Themen produziert, die bei Merck auch über eine spezielle Plattform ausgerollt werden. Videos sind ideal auf unterschiedlichen Devices abspielbar
und müssen dafür nicht einmal unterschiedlich aufbereitet werden. Bei interaktiven Lernprogrammen ist es ja noch immer ein gewaltiger Unterschied, ob sie am Desktop-Rechner mit der Maus oder auf dem Smartphone bearbeitet werden. Beim Video ist das nebensächlich und es läuft so gut wie überall. Ob nun als kurzes Video oder als kurze interaktive Lerneinheit, manchmal auch Nugget genannt, Microlearning ist ja schon seit längerer Zeit ein Top-Trend im E-Learning. Zum Beispiel auf Platz 3 im aktuellen MMB-Trendmonitor. Aber Micro ist ja nicht einfach nur kurz, sondern bedeutet insbesondere modulare und in sich abgeschlossene Lerneinheiten. Flexibel, nach Lernerbedürfnis zugänglich, flexibel mit anderen Titeln kombinierbar, dadurch kuratierbar, über Performance-Support-Systeme im Bedarfsmoment bereitstellbar, so beschrieben oder mit Metadaten angereichert, dass der Inhalt leicht gefunden werden kann und natürlich, dass zugehörige oder andere empfohlene Inhalte verknüpfbar sind. Somit ist Microlearning eigentlich eine praktikable Voraussetzung für selbstorganisiertes Lernen. Lerner können sich selbstgesteuert und selbstbestimmt die Inhalte heraussuchen, die sie benötigen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Warum sollte E-Learning eigentlich nur Mitarbeitern mit Bildschirmarbeitsplatz vorbehalten sein? Dank Techniken und Inhalten, die ubiquitär verfügbar und flexibel einsetzbar sind, können eine ungleich breitere Masse an Lernenden erreicht werden. Nicht mehr nur die Mitarbeiter mit Bildschirmarbeitsplatz, sondern eben jene Kunden und Mitarbeiter, die ein Smartphone in der Tasche haben, also wirklich jeden. Nicht nur beim bereits erwähnten Kunden Rewe war zum Beispiel ganz selbstverständlich die Forderung, dass Azubis Lerninhalte nicht nur im Schulungsraum bearbeiten, sondern auch zu Hause oder in der Schule auf ihren eigenen Mobile Devices. Bring Your Own Device ist nur bedingt technisch, sondern hat auch Auswirkungen auf die Gestaltung oder zum Beispiel auch auf ihre Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Ein anderes Beispiel sind Logistikdienstleister. Immer unterwegs, sehr heterogene Infrastruktur, auch bedingt durch die verschiedenen Partner und Subunternehmen. Paketfahrer sind meist draußen auf der Straße, idealerweise nicht im Schulungsraum. Und zwar sehr weit verteilt über die gesamte Republik. Wie können wir diese Zielgruppe am besten erreichen? Zum Beispiel über eine Mobile Performance Support Lösung. Als Piloten haben wir zum Beispiel ein Virtual Reality Modul für Paketfahrer erstellt, in der sie spielerisch die Regeln zum Beladen eines Vans trainieren können. Auf ihrem eigenen Smartphone mit oder ohne VR-Brille, wann und wie sie möchten. Das Modul soll nicht solitär bleiben, sondern um eine ganze Reihe an Lerninhalten erweitert werden, die alle Zusteller in ihrer Tasche haben. Zum Beispiel auch kritische Inhalte wie interaktive Checklisten zur Kontrolle des Fahrzeugs. Hier sehen Sie vier Screenshots aus unserem VR-Modul. Das geht los, dass man in einen Van reinblickt und verschiedene Pakete und andere Arten von Ladungen in diesem Van verteilt sieht und dann diesen Van explorieren muss und die Fehler finden und beheben muss. Wenn man einen Fehler gefunden hat, bekommt man die entsprechende Regel dazu angesagt. Anschließend startet man den Auslieferungsvorgang. Der Van dreht eine Runde, die Türen öffnen sich und man sieht als eine Art von spielerischer Auswertung, ob man alles richtig gemacht hat oder ob man bestimmte Regeln missachtet hat und die Ladung dementsprechend umgekippt, zerstört, ausgelaufen ist und so weiter. Hier ein anderes VR-Modul, das wir kürzlich erstellt haben. Wie wäre es denn, wenn Sie mehr Kampagnen für Lerninhalte in Unternehmen launchen würden, um Mitarbeiter für bestimmte Kurse zu interessieren? Wenn Lerninhalte durch interne Marketingmaßnahmen stärker promotet werden würden? Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass Virtual Reality Module ein ideales Tool sind, um internes Marketing für bestimmte Lerninhalte zu betreiben. Der Erfolg geht über einen klassischen Trailer weit hinaus. Selbstverständlich ist der technische Aufwand und der finanzielle Einsatz etwas höher, aber der Erfolg ist Ihnen garantiert. Auch deshalb, weil die Technik noch relativ neu, so verblüffend einfach und der immersive, spielerische Effekt überwältigend ist. Hier sehen Sie zum Beispiel Screenshots aus einer VR-Anwendung zum Lernen der Zukunft. Der Anwender exploriert einen Raum, der sich Schritt für Schritt in die Lernwelt der Zukunft verwandelt. Und der Anwender ist mittendrin. Generell kann man feststellen,
dass die Experience zu einem Angebot im digitalen Wandel immer mehr Stellenwert hat. Es zählt nicht nur das Produkt an sich, sondern eben die Experience, die dem Kunden geliefert wird. Wir betreiben mehr und mehr Change Management bzw. Lernmarketing und zwingen den Lerner nicht mehr, einen Kurs zu bearbeiten, um hinterher ein Zertifikat auszudrucken und an die Wand zu pinnen und dem Chef zu zeigen, sondern der Lerner soll sich aktiv und selbstbestimmt die Inhalte aufrufen, die er braucht. Eben auch, weil er es möchte, weil er motiviert ist. Als Beispiel möchte ich unsere Office-Qualifizierungslösung nennen. Es geht heutzutage nicht mehr darum, dem Lerner Schaltfläche A, Menü B zu erläutern, wo speichere ich, wo drucke ich. Das wissen die meisten Lerner. Das ist nicht mehr das Relevante. Wir geben den Lernern stattdessen mit auf den Weg, warum es sich wirklich lohnt, die neuen kollaborativen Angebote des Microsoft Office-Pakets zu nutzen. Und machen die Lerner neugierig, sich mit den neuen Funktionen von Office im Arbeitsalltag zu beschäftigen. Wir schaffen also einen Ermöglichungsrahmen, um die kollaborativen Funktionen zu nutzen, indem wir den Lerner befähigen, sich aktiv die Hilfestellungen aufzurufen, die er benötigt. Am Anfang vielleicht die Übersicht, was überhaupt neu ist und in welchen Zusammenhängen die Neuerung eingesetzt werden könnten. Später dann die Hilfe im Arbeitsalltag über den Performance Support. Aufgebaut ist unsere Lösung eigentlich aus drei großen Komponenten. Einmal dem Trailer, der einen Überblick über die Gesamtlösung gibt, was, wann, mit welchem Ziel eingesetzt werden soll. Dann ein modular aufgebautes Web-based Training, in dem der Lerner die neuen Funktionen präsentiert bekommt, also sich die neuen Funktionen eigentlich herauspicken kann, die ihn interessieren, und sie anhand von Fallbeispielen aus dem Arbeitsalltag vorgestellt bekommt, damit er eine Idee bekommt, warum diese Funktionen da sind und warum er sich mit ihnen beschäftigen sollte. Drittens dann, das Herzstück, die Performance-Support-Inhalte, die sogenannten TT-Guides, die ihm im Arbeitsalltag immer dann weiterhelfen, wenn er Hilfe benötigt. Ziel ist eben nicht mehr, dass der Lerner jede neue Schaltfläche in Office einmal gesehen und erläutert bekommen hat, also nicht mehr dieses Wissen auf Vorrat, sondern dass er die im Arbeitsalltag relevanten Kompetenzen zur digitalisierten Zusammenarbeit mit seinen Kollegen aufbaut. Kommen wir abschließend zurück auf unseren E-Learning-Zirkel und wie er sich in Zukunft verändern könnte. Ich betone könnte, denn natürlich wird es auch in Zukunft zu Recht klassische E-Learning-Projekte geben, zum Beispiel Compliance-relevante Inhalte, bei denen der Gesetzgeber vorschreibt, dass die Schulung nachgewiesen wird. So, moderne Software wird tendenziell immer einfacher in der Bedienung. Gewisse Bedienstandards haben sich etabliert, insbesondere bei App-basierten Anwendungen merkt man das. Oder es geht eher um das Nutzungskonzept der Software, weniger um eine vollständige Schulung, weil das konkrete Handling ja, wie im Office-Fall erwähnt, entweder bereits bekannt ist oder im Rahmen des Performance-Supports abgedeckt wird. Dafür gewinnen andere Themen an Bedeutung. Ein wichtiger Punkt ist, dass ich bei Cloud-Lösungen, dass ich da gar nicht mehr selbst bestimmen kann, wann ein Update eingespielt wird. Regelmäßige kleine und größere Updates kommen einfach so vom Anbieter. Vollumfängliche Kurse regelmäßig zu aktualisieren, wäre da ein Kampf gegen Windmühlen. So, die zu erstellenden formalen Kursinhalte sind radikal kürzer und modular aufgebaut. Eventuell erstellen sie auch gar nicht mehr selbst bzw. lassen erstellen, sondern kuratieren einfach Fremdinhalte. Und wie bereits erwähnt, ein grundlegendes Verständnis ist wichtig, Motivation und Inspiration. Den Rest decken Performance-Support-Lösungen ab. Ihre Lernplattform wird zum Digital Learning Hub und muss viel vielfältiger und flexibler sein als früher und offener. Nicht mehr als reines Tracking für die Personalakte, sondern eher als Kompetenzmanagement. Sie muss vielleicht einen mobilen Zugang bieten, spielerische Elemente beinhalten oder die Erfassung informeller Lernaktivitäten ermöglichen, damit informelles Lernen gefördert werden kann. So, die Lernzeit. Ihre Mitarbeiter holen sich die Inhalte im Bedarfsmoment flexibel dann, wenn sie benötigen. Es gibt keine strikte Trennung mehr zwischen Lernzeit und Arbeitszeit. Und die Inhalte können auch dann abgerufen werden, wenn sich die Kollegen gar nicht am Schreibtisch befinden. Was zählt? Ein Zertifikat ist manchmal weder relevant noch aussagekräftig, denn Performance Support, denn Performance ist das, was zählt.
kein bestätigtes Vorratswissen. Natürlich gibt es hier ganz klare Ausnahmen, in denen Zertifikate weiterhin relevant bleiben. Also zum Beispiel die erwähnten Compliance-Inhalte. Die Supportanfragen an den Helpdesk, die gehen zurück, da sich Ihre Mitarbeiter unter anderem dank der Performance-Support-Systeme selbst helfen können. Mit diesem Kreis bin ich am Ende angelangt und möchte mit einem versöhnlichen Zitat von Michael Kerres schließen. Wir werden auch weiterhin von E-Learning sprechen können, denn E-Learning lässt sich einfach als Chiffre für die Digitalisierung der Bildung betrachten. Freilich sollten wir dabei eine weitere Perspektive einnehmen und das ganze Bildungsgeschehen im Auge behalten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich bitte.